Hallo, ich bin Kevin von Final Gaming und bei mir ist der Jonas von eSport Rhein-Neckar. Jonas? Ja, servus Kevin. Und wir befinden uns hier im eSport Leistungszentrum in Mannheim. Ja, so die erste wichtige Frage, die denke ich die meisten auch interessiert, ist: Was bedeutet eSport Leistungszentrum oder was ELZ? Eben die Abkürzung bedeutet. Genau, eSport Leistungszentrum klingt ziemlich wichtig, ist im Endeffekt die digitale Turnhalle. Quasi der Treffpunkt für all unsere Mitglieder aus dem Verein, für alle Sportler, für alle E-Sportler, die herkommen, gemeinsam trainieren und quasi Dreh- und Angelpunkt eigentlich für E-Sport bei uns im Sportverein. Und jetzt zu dir in diesem ELZ, hast du da auch bestimmte Aufgaben oder übernimmst du eine bestimmte Rolle? Oder bist du auch selbst tätig dann hier? Wenn genau, was? Genau, also tatsächlich so, ich bin Abteilungsleiter beim TSV Oftersheim. Ich bin quasi hauptverantwortlich für alle Aktivitäten des E-Sports. Dementsprechend auch hier im E-Sport-Zentrum, habe hier in den letzten Wochen mit den ganzen Freiwilligen das Ganze aufgebaut. Und habe auch die ganzen Arbeitseinsätze mitkoordiniert. Und tatsächlich werde ich auch selbst im Leistungszentrum arbeiten. Heißt, dass ich mindestens einen Tag die Woche fix hier bin, das Leistungszentrum aufmache, sodass Mitglieder kommen können, mitmachen können. Und ja, werde ich natürlich auch wieder andere meine Putzdienste leisten, mal Bettwäsche waschen, wenn das Bootcamp-Team da war, das was dann alles so anfällt. Und was wir dann halt tatsächlich auf die ehrenamtlichen Strukturen verteilen, wo wir dann alle irgendwie mithelfen, damit das EZ hier gut vorangeht.